herzlich willkommen bei BewusstTV, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, wir haben uns hier heute. Hier, ja, Gender, genau. Wir sitzen hier mal wieder bei der so und so vielen Sprechstunde, 12. glaube ich. Ja, könnte sein. Ja. Joe Conrad und ich. Und haben uns im Vorfeld unterhalten, deswegen bin ich auch schon so etwas aufgelockert. Worüber reden wir jetzt eigentlich? Weil im Grunde bewegen uns die gleichen Themen und auch die Zuschriftenschreiber und Schreiberinnen bewegen die gleichen Themen wie vor ein paar Wochen. Alles scheint sich so zuzuspitzen. Was kommt bei dir an von der Stimmung? Ja, das sind eben die Fragen, die, wenn jetzt Leute sagen, Mensch, das hattet ihr in der letzten Sendung schon. Wir haben ja schon einiges auch über Sachen, die im September möglicherweise kommen sollen, geredet. Und im Grunde könnte man sagen, das Thema ist ganz einfach, vertraut in Gott. Aber wir sind heute so weit von in der Trennung von allem, dass eben ganz viele Menschen nicht dieses Vertrauen haben und gerne wissen möchten, was kommt da auf uns zu. Und auch wenn wir schon in ganz vielen Sendungen immer wieder drüber reden und man eigentlich auch sagen kann, wir können ja nicht sagen, was die Zukunft genau bringt. Wir können nur gucken, passiert überhaupt etwas, was macht es mit uns und wie können wir damit umgehen. Und ich habe gesagt, dieses Gottvertrauen, das fällt uns allen schwer jetzt zu sagen, wenn alles hier in der Welt so in Unruhe ist, zu sagen, ja, das läuft, ne? Lassen wir einfach mal so geschehen. Ich denke, dass es eben auf alle Fälle eine höhere Ordnung gibt, in die man wirklich vertrauen kann. Denn das, was geschieht, das wird letztlich zum Guten führen. Wir haben eine Schöpfung, in der es einmal die Liebe gibt, die diese Schöpfung immer wieder in die Einheit bringen will. Und auf der anderen Seite haben wir aber den freien Willen. Und dieser freie Wille, der auch von einigen angezweifelt wird, deswegen sind wir in dieser Verwirrung, weil es eben auch, naja, haben wir einen freien Willen oder nicht? Ich sag mal, für mich ist das ganz klar, dass wir den freien Willen haben, dass Gott uns den gegeben hat. Und daraus heraus kann eben auch alles Mögliche passieren, weil wir den freien Willen haben, eben auch Gott zu leugnen und auch zu versuchen, die Schöpfung irgendwie zu zerstören, was natürlich nie gelingen wird. Aber man kann schon Lebensräume zerstören und das ist etwas, was wir im Moment ja auf der Erde sehen, dass wirklich ganz vieles in der Zerstörung ist. Und wenn wir so weitermachen, werden wir diesen Planeten irgendwie unbewohnbar machen. Und auf der anderen Seite glaube ich aber eben, dass dann vielleicht etwas Neues geschaffen wird in der Schöpfung und das Alte, wo es einfach nicht mehr funktioniert und wo es in eine Richtung geht, dass das auch dann geschehen kann, aber natürlich noch eine andere Möglichkeit gibt, dann, wo es positiver weitergehen kann. Ja, nun sind wir ja jetzt nicht nur im Beifahrersitz des Lebens, also dass uns die Dinge widerfahren und Gott wird es schon richten. Da finde ich schon, dass wir eigentlich ja es, also schon das mit Bewusstsein begleiten, denn die Dinge passieren ja auch, also wir sind ja ein Teil dessen, was passiert. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel davon ausgehe, ja, da ist ja jetzt dieser, was weiß ich, für ein Feiertag am 13. September und da machen sie da oben, bereiten da den Finanzcrash vor und so weiter. Wenn ich dann eben mich entsprechend verhalte und meine Konten abräume und so weiter und viele andere das auch machen, dann kommt der Finanzcrash. Also wenn genügend Leute ihn annehmen, kommt er. Und wenn, also ich denke immer, wir sind ja ein Teil dessen, was geschieht. Und deswegen ist es schon wichtig, wie auch der Name ja des Senders sagt, es mit Bewusstsein zu begleiten und nicht nur zu denken, Augen zu und durch. Ja. Plus dieses Vertrauen. Ja. Aber das Vertrauen darf nicht eines sein in oh ja, jetzt halte ich mal still und dann wird es schon irgendwie werden, sondern es muss eines sein, in meinen Augen, ich bin der Schöpfer meines Lebens und je mehr ich mich wirklich zum Ausdruck bringe, umso mehr wird sich das auch in dem, was mir widerfährt, spiegeln. Also absolut, als Hologramm. Das ist richtig und es gibt da verschiedene Ansichten. Jetzt Simon Parks hat zum Beispiel gesagt, dass wir jetzt eine Manifestationswelle haben im September, die er auch irgendwie kosmisch begründen kann, weil irgendwie
ich weiß nicht, ich kann es nicht wiedergeben, kann man auf seiner Seite gucken, kann, ist mir auch jetzt nicht, weil ich kann es nicht nachprüfen, ob, ich bin kein Astronom und kann jetzt nicht sagen, ob wir da jetzt in was hineinkommen, aber er nennt das auch ein göttliches Bewusstseinsfeld, was jetzt natürlich schon oft versprochen wurde und 2012, wir wissen das, dass dann irgendwas passiert. Aber, dass wir bewusste Schöpfer sind, das machen, sagen wir hier bei Bewusst TV ja öfter, und dass wir aufpassen müssen, mit was wir uns beschäftigen, was wir wirklich sind. Das sind, hat viele Facetten, da müssen wir noch drüber reden, ob wir wirklich das leben, was wir sind. Und du weißt, wie ich und du uns auch manchmal schwer tun, zu gucken, was bin ich eigentlich? Auch wenn wir das immer wieder sagen, ja, ich bin hier inkarniert in diesem Körper, aber wie viel habe ich doch übernommen durch Programme in der äußeren Welt, schon nach der Geburt und in der Kindheit, was sind da alles für Sachen gelaufen, die mir gar nicht bewusst sind, und dass ich Dinge übernommen habe, die die Vater oder Mutter gemacht haben, die ich so nachmache, unbewusst, und wo ich heute auch mich damit befasse und wirklich alte Familienfotos angucke und alte Aufzeichnungen meiner Mutter und so weiter, um zu gucken, was könnte denn da passiert sein, und unterhalte mich mit Geschwistern und Verwandten, was waren damals so, weil ich auch ganz vieles gar nicht mehr weiß, und was hat mich geprägt, bin ich wirklich das Ich Bin, also dieses göttliche Wesen, was hier inkarniert ist, oder spiele ich im Grunde auch immer noch eine Rolle Joe Conrad und hab mir eben angeguckt, wie ist man cool, wie bewegt man sich, wie ist man männlich, wie ist man kernig, damit man nicht verletzt wird, wie, ne, all diese Dinge. Und wenn wir diese bewusste Schöpferrolle haben, dann ist es ganz gut, auch nochmal diese Beobachterfunktion zu betrachten. Also ich kann mich selber beobachten, aber ich kann auch das, was um mich herum ist, beobachten, weil das nämlich das ist quasi, was ich mir erschaffen habe. Nicht alleine, sondern kollektiv auch, aber in meinem Umfeld kann ich die Dinge sehen, die ich in die Welt gesetzt habe, die kommen halt irgendwann zu mir zurück. Ich habe früher ja oft die Geschichte erzählt, die viele vielleicht schon kennen, aber die habe ich lange nicht mehr erzählt. Ich habe ja 15 Jahre Taxi gefahren früher. Ich habe die ersten 10 Jahre, bin ich 6-mal angegriffen worden und habe mich irgendwo auf den Boden gewälzt. Und ich dachte eben, als Taxifahrer muss ich mich ja verteidigen. Da hatte ich dann auch eine Gaspistole dabei und es gab wirklich nicht schöne Situationen. Bis ich dann irgendwann, so nach 10 Jahren, dann habe ich mich mit diesen Dingen beschäftigt und mit den kosmischen Gesetzen. Das, was ich in die Welt sende, kommt zurück. Und da hieß es dann, du kannst jetzt immer sagen, ja, die Taxi, bei den Taxikunden, da gibt's immer mal Böse, die wollen dir ans Leder, wollen sonst was. Und da hieß es aber, nein, guck, was ist dein Anteil da dran? Und dann musste ich ja zugeben, ich hatte eben auch meinen Anteil Aggression in der Situation. Wenn jemand da auf einmal quer kam, dann habe ich auch versucht, jetzt da mich ein bisschen breiter zu machen und ein bisschen jetzt nicht klein beizugeben. Das heißt, ich hatte auch dann erkannt, ich hatte meinen Anteil da dran, dass ich diese Situation ja im Grunde auch anzog, indem ich mich darauf vorbereitet hatte und die Gaspistole dabei hatte und all so Sachen. Und dann habe ich in einem Prozess erkannt, okay, ich nehme meinen Anteil davon jetzt erstmal an und übernehme die Verantwortung dafür und guck mal, ob ich in Zukunft einfach wieder anders daran gehe und jetzt nicht schon, wenn es ein bisschen brenzlig wird, sofort jetzt hier den Macker raushängen lasse. Und dann haben sich in den nächsten 5 Jahren, bin ich nicht mehr überfallen und angegriffen worden, und die Kurve der Gewalt, die ist sozusagen von so auf so gegangen, und zwar nicht, weil sich jetzt die ganzen Taxifahrgäste verändert haben, sondern weil ich mich verändert habe, meinen Anteil eben angeguckt habe und gesehen habe, ich will eigentlich was anderes in die Welt setzen, und dann kommt auch was anderes zu mir zurück. Und ich glaube, das, was du jetzt beschrieben hast, das ist eigentlich der Ausstieg aus der Matrix. Und wir täuschen uns, wenn wir den im Außen suchen und denken, aus der Matrix aussteigen heißt, dass jetzt erstmal die Regierungen gestürzt werden und das Finanzsystem zusammenfällt und so. Ausstieg aus der Matrix heißt, dass jeder Einzelne von uns sich bewusst wird darüber, das so zu sortieren, wie bei Aschenputtel die Linsen, die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Köpfchen, also einfach zu gucken, was von meinen Verhaltensweisen und was von dem, was ich lebe und wie ich lebe, entspricht wirklich dem, was ich im Innersten fühle, ja, deswegen bin ich hier, das will ich tun,
und so will ich leben und was mache ich einfach, weil es in meiner Kindheit mir beim Überleben geholfen hat oder weil mein Papa mich dann immer gelobt hat, wenn ich so war oder so. Und das zu sortieren und diese Verhaltensmuster davon, dass man sie erkannt hat, das ist schon mal ein wichtiger Schritt, aber dann muss man sie ja auch noch im Alltag wirklich loslassen. Und das ist eine Sache, die erfordert Übung. Und du erlebst es ja jetzt auch. Es gibt dann immer einen Punkt, wo man zum ersten Mal merkt, oh, stimmt, ich verhalte mich immer so und so. Man hat es aber noch gemacht. Und beim nächsten Mal macht man es und merkt, oh, jetzt bin ich wieder da drin, ist aber noch drin. Und irgendwann kommt der Moment, wo man merkt, so, und jetzt verhalte ich mich mal anders. Und ich möchte noch was zu dieser Beobachterrolle sagen. Also erstmal mich selber beobachten, aber eben auch meine Schöpfung beobachten. Und da haben wir heute ein Problem, weil ganz vieles, was wir heute beobachten, wird uns vorgesetzt über den Flachbildschirm oder Smartphone. Und wir sehen halt ganz vieles, was jetzt nicht meine Schöpfung direkt ist, natürlich eine kollektive Schöpfung. Und es werden uns Dinge vorgesetzt, die uns natürlich beunruhigen. Ob das jetzt diese Flüchtlingsdiskussion ist, die wir im Moment haben, wo ganz viel Trennung erzeugt wird, weil die einen, die nicht sofort sagen, ja, die dürfen alle herkommen, das sind dann die ganz Bösen, ne? Und dann sind wir schon auch noch untereinander dann im Streit. Ja, was ist jetzt der richtige Umgang? Also egal, was man da macht, entsteht Trennung, ne? Und das ist nur ein Beispiel dafür, aber die Medien fokussieren sozusagen unsere Beobachterposition auf die negativen Dinge, die in der Welt vorgehen. Und das ist auch ja bewusst gemacht. Also wenn wir den Fernseher einschalten, dann sehen wir im Grunde, dass überall Aufruhr, Krieg, Hunger, Leid und sonst was ist. Und wenn wir eben unsere Schöpfung beobachten und beobachten eben das, was uns vorgesetzt wird, dann kriegen wir möglicherweise ein falsches Bild. Und die Frage ist ja auch, was erlebe ich, wenn ein Crash kommt, was immer ein Crash sein kann. Wenn jetzt jemand ganz viele Millionen jetzt hat und auf einmal kommt 2008, hatten wir Lehman Brothers, da sind ganz viele, die ganz viel Geld hatten, auf einmal abgestürzt und die haben sich nachher aus dem Hochhaus gestürzt, weil sie einfach damit nicht umgehen konnten, dass auf einmal die Millionen und das dicke Leben, die Yacht und so auf einmal alles weg war. Ne? Und ich habe davon jetzt nicht viel mitbekommen 2008, weil ich keine Aktien da drin hatte sozusagen. Das heißt, man kann eben auch diese Realität, das was kommt, einen Crash oder was auch immer, ganz unterschiedlich erleben. Den einen betrifft es eben, weil er vielleicht da irgendwas lernen soll, dass eben das ganz viele Geld eben auch nicht das ist, was er sich vielleicht in diesem Leben vorgenommen hat oder das, was glücklich macht oder das mit dem ganz vielen Geld, was er irgendwo verdient hat an der Börse, auch ganz viel Leid erzeugt worden ist und jemand anderes ist da vielleicht gar nicht so von betroffen. Das heißt, wir können auch überlegen, ob das, was auf uns zukommt, ja, das kann jeder möglicherweise ganz unterschiedlich erleben. Das heißt, wenn jetzt jemand fragt, was kommt denn jetzt auf uns zu und sag doch mal, ich weiß es nicht. Und es kann eben für jeden auch völlig anders sein. Es kann für den einen im September jetzt was kommen, was wirklich sein Leben betrifft. Und der andere ist im Garten am Erdbeeren pflücken oder was weiß ich. Und der kriegt das gar nicht mit. Und da sprichst du einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, gerade auch im Zusammenhang mit den Medien. Denn die Gehirnforschung weiß inzwischen, dass unser Gehirn eigentlich als Generator konzipiert ist, der Wirklichkeiten manifestiert, und zwar unseren Visionen folgend. Das heißt, so wie ein Haus nur nach dem Plan des Architekten gebaut werden kann, das muss zuerst der Plan da sein, ist unser Gehirn eigentlich so designed, dass wir Visionen haben. Und die manifestieren sich. Und wenn man dann anschaut, wie stark schon jetzt eben das geht ja schon in frühester Kindheit los, wir uns daran haben gewöhnen lassen, nicht mehr unsere eigenen inneren Bilder vorrangig anzuschauen, sondern eben von Medien, von welchen auch immer, da ist es völlig wurscht jetzt, alternativ, Mainstream, was auch, aber fremde Visionen anzuschauen, dass sich eben die Bilder, die unser Gehirn kriegt, manifestieren, also die Tendenz haben, sich zu manifestieren, weil unser Gehirn eben ein Kraftfeld ist. Und das bedeutet, eigentlich sollte es so sein, dass jeder von uns seine eigenen Bilder
in sich trägt und denen folgt und das manifestiert, was er sich dann eben wünscht. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, den Bildern zu folgen, von nicht immer nur zu denken, das will ich nicht, sondern zu denken, das will ich, und diese Bilder zu haben. Und gerade jetzt in dieser Umbruchzeit, dieses ganze raus aus der Matrix und das neue Sein und der Aufstieg und all diese Metaphern, es ist nichts, was uns übergestülpt wird vom ZDF, sondern was jeder einzelne von uns in unserem vom Herzen gespeisten Gehirn praktisch manifestieren muss aus den Bildern. Das heißt, wir sollten uns jetzt vermehrt wirklich klar machen, was wollen wir denn? Was wünschen wir uns? Wie wollen wir wirklich leben? Was würde für uns neues Sein bedeuten? Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das ist richtig. Also es wachsen ja heute viele Kinder schon auf mit einem Smartphone oder was mit einem Tablet, und die stehen nachher vorm Aquarium und versuchen, die Fische größer zu machen, weil die da wirklich da so geprägt sind und dann die Realität im Grunde ganz viel so haben, und die sind nachher ganz frustriert, wenn sie nicht überall was bedienen können wie ein Tablet. Aber diese Visionen für die Zukunft, ich weiß, als ich jünger war, wenn ich ein Buch gelesen habe, dann hatte ich meine eigenen Bilder. Heute haben wir dann der Hollywood, und die setzen uns die Bilder vor. Wir haben auch schon drüber gesprochen. Ich möchte ein Buch erwähnen, was jetzt relativ kurz im Internet und auf dem Buchmarkt ist, aber man kann es, glaube ich, auch online lesen. Und zwar kostenlos, ne? Man kann es kostenlos lesen, dann wäre eine Spende mal überlegt. Also ich fand es interessant. Der heißt Georg Beres, hatte aber ganz viele Namen. Er hat sich auch mal Bauchi genannt, weil er so einen Bauch hatte. Dann hat er sich mal Urlauber genannt, weil er sagt, ich nenne mich jetzt so, als wäre ich immer im Urlaub. Dann hat er sich mal Jesus genannt, hat also ganz viele Namen. Jesus Bauchi Urlauber steht sogar, glaube ich, drauf. Also das Buch heißt 2020, die neue Erde. Und ich habe es online gelesen, also kann man eben auch wirklich jetzt einfach mal gucken. Vielleicht setzen wir einen Link drauf. Und er beschreibt eben 2020 eine Zukunftsvision. Da liegt jemand am Strand sozusagen, und heute, 2015, und stößt so ein bisschen ein, und dann wacht er auf und dann denkt er mal, komisch, wo sind denn die ganzen Leute, und sieht irgendwie alles anders aus, aber eigentlich auch noch alles da. Dann geht er irgendwie los und wundert sich, es ist irgendwie alles viel natürlicher und grüner, und wo sind denn die? Also er beschreibt seine Vision. Ja. Das muss jetzt nicht amtlich sein und auch unter Vorbehalt. Ich unterstütze das nicht alles. Das ist ja der Witz. Ja, aber ich will das eben noch ein bisschen ausmalen, weil er dann eben auch Leuten begegnet, und die sind alle ganz super nett und so, und da denkt man so, gut, okay, am Strand, da sind die Hippies und die waren schon immer so. Nein, er merkt jetzt, egal, alle Leute, die sind ganz entspannt und nicht mehr so, und der denkt, was, irgendwas stimmt hier nicht, ne? Kommt dann dahinter und dann erzählen die, naja, was ist denn für eine Zeit überhaupt? Also es ist 2020. Und dann beschreibt, ach so, und wo kommst du her? Ja, 2015, so Kurzform. Ne? Und dann beschreiben die, aha, ja, dann hast du ja im Grunde eine Zeit verpasst. Aber wir erzählen mal so, also es war so 2015, dass im Grunde auf einmal sowas war, wo die Leute aufgehört haben zu funktionieren, also sich selber Druck zu machen und sich gegenseitig das Leben schwer zu machen. Also all das, was man in Berufen hat, wo man mit Steuer, Finanzbeamte und GEZ und mit Polizei und mit Druck machen und Arbeitsamt und Jobcenter und Sanktionen zu tun hat. Auf einmal haben die Leute aufgehört. Das hat sich dann so wie so ein Lauffeuer verbreitet, dass die Leute auf einmal gesagt haben, ich habe da keine Lust mehr zu, ich mache das einfach nicht mehr. Und dann hat sich scheinbar ganz in dieser Vision ganz entspannt, ohne Dritten Weltkrieg und ohne Börsencrash, das beschreibt er alles gar nicht, sondern einfach, weil die Leute aufgehört haben, sich gegenseitig das Leben schwer zu machen. Und es sind ja nur einige wenige, die irgendwo im Hintergrund wollen, dass wir versklavt werden und die alles kontrollieren wollen, weil sie eben diese Liebe im Herzen vielleicht nicht haben und so Kontrollfreaks sind. Das sind wenige. Die meisten Menschen wollen in Frieden leben, wollen entspannt leben, und er beschreibt dann eben auch, wie das alles geht, dass man jetzt kein Geld brauchst, sondern dass man sagt, okay, du brauchst das, ich hab das, sowas noch, und du brauchst eine Wohnung da in Spanien, ja, da ist bestimmt irgendwo was, wo jemand sagt, da kannst du, und also, dass man sich gegenseitig sozusagen hilft, und es ist alles im Überfluss da, und wenn man Hunger hat, die Äpfel und die Früchte wachsen einfach, sind im Überfluss da, und sie
sind da ganz entspannt in einem neuen Sein sozusagen 2020 und innerhalb von diesen 5 Jahren hat sich eben alles ganz positiv entwickelt. Dann gibt es Autos, die, ich weiß nicht, mit Wasser fahren, ich kann es gar nicht mehr alles sagen. Aber es gab ganz viele neue Entwicklungen, einfach weil man auf einmal gemerkt hat, wenn wir nicht mehr diesen ganzen Druck erzeugen, also auch durch unsere Arbeit. Ne? Ganz viele sind ja in irgendwelchen Jobs, wo sie Druck verteilen sozusagen und unnötige Dinge machen, die uns allen Ärger machen und uns das Leben schwer machen. Und da haben sie einfach mit aufgehört. Das finde ich eine schöne Vision. Und es ist eben sehr liebevoll beschrieben, auch vieles drin. Es muss jetzt nicht alles so funktionieren oder so kommen, ich weiß es nicht. Aber diese Vision aufrechtzuerhalten und sich vorzustellen, ja, so eine Zukunft könnte einfach sein und teilweise lebe ich es ja. Ich lebe ja relativ entspannt eigentlich in meinem Umfeld. Das sage ich eigentlich immer wieder, habe ich es einfach mit lieben Menschen zu tun, die eigentlich auch entspannt sind und die mir keinen Stress machen. Und ich habe den Eindruck, in meinem Umfeld funktioniert das durchaus. Aber sobald ich dann eben ins Internet gucke und denke, oh je, dann spüre ich eben auch diesen kollektiven Druck und diese Unruhe, die im Moment herrscht, weil wirklich so vieles im Argen ist. Aber das ist jetzt wie eine Geburt. Wir merken jetzt sozusagen, es wird irgendwie, irgendwas kommt was Neues, aber keiner weiß genau, wie es sein wird. Wir wünschen uns, dass irgendwas kommt, ob das ein Crash ist oder ein Aufstieg oder wie immer wir das nennen. Aber wir spüren im Moment eben nur die Unruhe vorher. Aber wir kennen das eben ja schon eine ganze Zeit. Wir haben schon 2012 darüber geredet, dass was Neues kommt und dann sind ganz viele Leute enttäuscht gewesen. Ich auch, du auch, dass es eben nicht auf einmal diese Veränderung gab. Mhm. Ja, aber es waren viele enttäuscht. Mhm. Ne? Und denken, jetzt reden die jetzt wieder, jetzt 2015 kommt es auf einmal. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wann es kommt, nur dass es im Wandel ist. Und du hast, glaube ich, ein schönes Bild, wie man sich ein neues Sein vorstellen kann, das schon da ist, aber sozusagen wie eine Geburt, wir noch jetzt in einem anderen Zustand sind. Ja, ich möchte erst noch auf dieses Buch eingehen. Das Wichtige an der Tatsache, dass eben dieses Buch und auch noch andere Veröffentlichungen und Videos und so weiter jetzt vermehrt erscheinen, ist eben die Tatsache, dass jemand seine eigenen positiven Visionen davon, wie er sich dieses neue Sein vorstellt, ausgesprochen hat. Und indem er da eben tief reingegangen ist, indem man es aufschreibt oder ausspricht, gibt man dem ja Energie und Kraft. Ja. Und dass das eben etwas ist, was jeder von uns machen muss. Und andere Leute möchten vielleicht ganz anders leben. Ja. Und das ist ja völlig in Ordnung. Genau. Es geht nicht darum, dass man jetzt diese Vision, ja, und also der hat das so beschrieben, ja, dann wird es ja wohl so kommen, sondern jeder von uns ist aufgerufen, das zu tun. Und bei 2012, ich war wirklich nicht enttäuscht, sondern ich glaube, diese Enttäuschung ist der Punkt, wenn man eben wenn man sich die Veränderung von außen erhofft. Mhm. Und auf der inneren Ebene ist ja ganz viel passiert. Ja. Auch indem so viele Leute sich geprüft haben, weil sie gedacht haben, es passiert im Außen was. Oh, dann muss ich doch jetzt mal gucken, habe ich eigentlich meine Hausaufgaben gemacht, wenn jetzt die UFOs kommen und mich abholen. Das Entscheidende ist aber der innere Prozess und das ist jetzt auch so. Und es ist immer der Versuch, uns abzulenken, dahingehend, dass wir gucken in eine angeblich vorhandene, objektive, äußere Wirklichkeit und wie kommt's denn jetzt? Und dann muss ich mich ja irgendwie dann damit arrangieren, sondern dass wir eben wirklich individuell uns als Schöpfer begreifen. Und ja, dieses Geburtsbild ist eben etwas, was ich als inneres Bild hatte, weil es ja so viel im Moment überall die Rede davon ist, die einen, wie du sagst, reden von Aufstieg, die anderen reden von Crash oder von Katastrophe oder von Krise oder verschiedene Zeitlinien, die sich spalten und die einen gehen unter und die anderen und so. Und
das ist immer so schwer zu verstehen, auch die ganzen, wenn jetzt die Offenbarung zitiert wird oder andere alte spirituelle Texte, wo es dann heißt, in einem Augenblick ist auf einmal alles anders und für den einen ist es, der ist dann auf einmal wie weg und der andere ist noch da und all diese Dinge. Und es klingt immer so, als müssten da die Naturgesetze gebrochen werden. Und ich hatte eben neulich mal auf einmal so das Bild, dass es einen Vorgang gibt, der vollkommen natürlich ist und uns allen zutiefst verständlich und vertraut, und wir sind ihn schon alle durchlaufen, auf den ganz viele dieser scheinbar übernatürlichen Beschreibungen passen, nämlich, dass man eigentlich am selben Ort ist wie vorher, aber trotzdem auf einmal in einer neuen Dimension, dass man auf einmal Wesenheiten, die man vorher nur so ganz vage als leise Stimmen wahrnehmen konnte, von Angesicht zu Angesicht sieht, dass man auf einmal ganz andere Möglichkeiten hat, die vorher unvorstellbar schienen. Ja. Und dann ist mir klar geworden, alle diese Beschreibungen gelten eigentlich für einen ganz normalen Geburtsprozess. Ich bin ja, als wenn ich geboren werde, bin ich im selben Raum wie vorher und trotzdem habe ich eben die Gebärmutter verlassen, bin in einer neuen Welt. Ja. Auf einmal sehe ich nicht nur meine Mutter, sondern auch meinen Vater und Geschwister oder die Hebamme oder wen. Und ich, alles ist total anders, in einer Weise, wie ich es mir überhaupt nicht vorstellen konnte. Und das beinhaltet sogar diese krisenhafte Stimmung jetzt, dass man so das Gefühl hat, es wird immer enger, die Ressourcen werden knapp, der Mutterkuchen, die Plazenta kann das doch gar nicht mehr leisten, wie soll denn das gehen? Und mit der Nabelschnur, oh Gott, so diese Endzeitstimmung, ja, weil man merkt, es muss sich was ändern. Und, und es ist ja bekannt, dass das Geburtserlebnis von vielen oder für alle im Grunde ein sehr, sehr prägendes und Erlebnis ist, was durchaus auch als traumatisch erlebt werden kann. Und dass es aber eben ohne das nicht geht. Wir müssen sozusagen, das Alte muss zu einem Ende kommen und wir müssen uns, wie du im Anfang ja schon gesagt hast, vertrauensvoll dem Prozess hingeben und gleichzeitig aber auch wirklich gucken, was gehört zu mir, was nicht. In diesem Geburtsbild wäre es so, dass im Grunde die Erde, unsere Mutter und wir als ihre Kinder zu den normalen Vorgängen des Geburtsprozesses und Schwierigkeiten auch noch von Parasiten befallen sind, die im Grunde diese Geburt verhindern wollen, weil sie sich gerne weiterhin von uns ernähren wollen. Und diejenigen, die praktisch nicht bereit sind, diese alten Dinge loszulassen und sich dem hinzugeben und das, was sie von den Parasiten übernommen haben, abzustreifen an Eigenschaften, an Mustern, die können praktisch diese Geburt nicht unbeschadet überstehen oder nicht mitmachen. Und das wäre sozusagen ein Bild, das Bild, was hier bei BewusstTV ja ganz allgegenwärtig ist, von dem Schmetterling, der vorher ja auch die Raupe war im Kokon, entspricht dem im Grunde. Und das bedeutet, wenn wir das verinnerlicht haben, dass wir selber es sind, die geboren werden und dass dazu überhaupt keine Naturgesetze gebrochen werden und wir uns trotzdem, wenn wir mit dieser Zeit, in dieser Zeit der Bedrängnis eben in dieser Balance auf sich hingeben und selber auch die Verantwortung übernehmen. Man weiß ja heute auch aus der Geburtsforschung, dass das Kind den Impuls setzt für die Einleitung der Geburt und die Ausschüttung der Geburtshormone und so weiter, dass das Kind eine aktive Rolle spielt. Das heißt, dass wir auch die Verantwortung übernehmen. Dann wird es eben geschehen und da brauchen wir kein UFO und kein gar nichts, sondern es ist unser individueller Prozess, den wir uns nicht nehmen lassen sollten. Das ist ein schönes Bild, weil du eben, wir fragen immer, wie kann denn ein neues Sein sein, wie geht das physikalisch, und du hast es beschrieben, also du bist erst auch im gleichen Raum, aber eben im Bauch und dann kommst du raus durch den Prozess und du bist, es ist also nicht physikalisch unmöglich, dass auf einmal ein neues Sein da ist. Es war vorher schon da. Du warst auch schon da drin. Du hast es eben nur noch nicht so wahrnehmen können, weil du noch in einem anderen beengten Raum warst. Und dass eben die Möglichkeiten sind, dass wir unsere
Räume vergrößern sozusagen und die Wahrnehmung vergrößern. Das muss man auch nochmal sagen, dass es eben Wesenheiten gibt, die wir nicht sehen können. Es kann hier jemand stehen oder hier und bei dir auch, ohne dass wir die wahrnehmen können. Und das kann unterschiedlich sein. Das können Wesenheiten aller Art sein. Es können dunkle Wesenheiten sein, es können helle sein. Die Frage ist aber auch, können wir das vielleicht beeinflussen, dass wir um uns ein Feld errichten, wo vielleicht die Dunklen gar nicht mehr so leicht reinkommen, weil wir so ein Feld von Licht um uns und Liebe aufbauen. Und dazu ist für mich immer wieder ganz hilfreich, so die Sachen von Jutta Welde. Ich hatte ein altes abgegriffenes Buch von Ich bin der Weg, aber ich habe jetzt nochmal, obwohl ich das vor Jahren ja schon gelesen hatte und dachte, alte Bücher zweimal lesen, habe ich immer gedacht, das ist Zeitverschwendung, weil ich habe das ja schon gelesen. Ne? Jetzt lese ich es und es ist wie neuer als nie gelesen. Und es passt so in diese Zeit, es ist so vieles erklärt aus der geistigen Welt, was hier los ist, dass hier eben auch Wesenheiten sind, also die gefallenen Engel, die sich entschieden, die eine Revolte im Himmel sozusagen gegen Gott gestartet haben und auch da, weil sie sich angeschlossen haben und dass die jetzt hier auch irgendwo in diesem Inkarnationsprozess jetzt in dieser Welt sind, um auch wieder durch ihre Erfahrungen vielleicht wieder langsam höher zu kommen und zu erkennen, okay, Gott zu leugnen und zu sagen, wir sind besser als Gott oder es geht ohne Gott, das führt eigentlich ins Verderben. Und das können wir eben heute auch an vielen Stellen erleben, wenn wir gucken, was für eine Hybris die Wissenschaft heute hat, dass sie in CERN so riesige Teilchenbeschleuniger haben, wo sie kleinste Teilchen aufeinander prallen, um die Gottesteilchen zu finden, was ja eine Vorstellung von Gott ist, die lächerlich ist und völlig gottlos eigentlich. Ne? Also, dass man versucht, Gott irgendwie auf die Schliche zu kommen und ihn nicht hier zu spüren. Also wir sind in einer Welt, wo es diese Kräfte gibt und die sind mit uns hier in dieser Welt und spielen vielleicht noch ihre Spielchen, haben aber jetzt eben auch die Möglichkeit zu erkennen, wohin das führt. Und jeder von uns, man kann eben sagen, alles Quatsch, ich lebe weiter wie gehabt und was die da erzählen bei WCV ist, die haben doch keine Ahnung und die labern da rum und immer das Gleiche. Verstehe ich alles. Aber auf der anderen Seite bieten wir für die Leute, die irgendwie suchen auch oder versuchen, Hilfestellung zu bieten. Und dieses Ich Bin ist eben auch eine ganz wichtige Aussage. Wir können uns ja im Grunde programmieren wie ein Computer oder was. Und wenn ich den richtigen Code habe, dann macht der Computer das und das. Und Ctrl-C und sowas mache, dann formatiert er der Festplatte, ist nicht so gut, also wenn ich den falschen Befehl eingebe. Und wir haben viele Sachen wie, ich bin krank, ich bin hässlich, ich bin schwach, ich bin nichts wert. Unser ganzes Leben lang uns einprogrammiert. Und dieses Ich Bin ist eben schon sehr, sehr mächtig. Und deswegen ist es wichtig, da auch nochmal darauf hinzuweisen, dass wir die Möglichkeit haben, uns vielleicht jetzt bewusst neu zu programmieren und immer wieder zu sagen, ich bin liebevoll, ich bin liebenswert, ich bin gesund, ich habe die Fülle und auch die Vorstellung, sich selber nicht zu lieben, die haben wir ja alle, all diese Minderwertigkeitsgefühle, die wir irgendwo mal reinbekommen haben und dass sich mal bewusst vor den Spiegel stellen und zu sagen, ich liebe mich und dann sagt man, komm, denkt man, naja, toll und das fühlt sich nicht echt an, aber wir haben eben tausendmal die Programme reingekriegt, dass ich eben hässlich bin oder nicht schön genug oder was auch immer. Deswegen muss man es vielleicht auch tausendmal sagen, ich liebe mich, ich liebe mich, ich liebe mich, auch wenn es bescheuert klingt und man sich da in dem Prozess auch komisch fühlt, kommt vielleicht irgendwann der Zeitpunkt, wo man das neue Programm übernimmt und wir programmieren ja auch unsere Zellen. Wir müssen uns bewusst sein, dass die Zellen untereinander kommunizieren. Wir haben hier einen Haufen von Milliarden Zellen, die auch eben intelligent sind. Bruce Lipton hat das Buch geschrieben, Intelligente Zellen, dass sie kommunizieren und dass sie auch unsere Botschaften aufnehmen. Und wenn ich jetzt sage, ich bin krank oder Doktor und der sagt, ja, sie haben Krebs und dann, oh je, ich habe jetzt Krebs und so. Und dann versuchen die Zellen im Körper eben auch das zu
manifestieren, weil sie eben das kommunizieren und sagen, oh, wir haben jetzt Krebs, okay, dann machen wir das jetzt. Also wäre es sinnvoller, eben auch seine Zellen, seinen ganzen Körper, also das ist eben eine Arbeit, die man machen kann, bewusst neu zu programmieren mit positiven Botschaften und auch über mich selber, weil wir alle im Grunde ein schlechtes Bild von uns selber haben. Jeder auf eine andere Art fühlt sich minderwertig und nicht gut genug und so klein mit Hut, versucht vielleicht dann mit übersteigertem Ego dann irgendwie sich doch zu behaupten in dieser Welt. Aber sich positiv zu programmieren ist eben mit den Worten, ich bin möglich, und das ist eine Arbeit, die sollte man jetzt jeden Tag machen, dass man erstmal guckt, was bin ich eigentlich, und sich mit diesem Ich bin, was ich eigentlich bin, also nicht Joe Conrad, der Moderator von BewusstTV, sondern das, was hier sich inkarniert hat, das auch wieder freizulegen von den Programmen, die von außen irgendwo gekommen sind. Und das ist immer noch eine Arbeit, wo ich auch dran, und du weißt es, dass es nicht leicht ist und dass ich mich schwer tue und jeder sich irgendwo im Moment auch schwer tut. Ne? Ist aber jetzt eine wichtige Arbeit, wenn wir in dieses neue Sein kommen wollen, dass wir eben bewusste Affirmationen, positive Affirmationen auch für uns machen. Ich bin liebenswert, ich bin die Liebe, ich bin das Licht, ich liebe mich. Was auch immer. Das Buch ist eine Hilfe dazu. Es gibt auch eine Seite von der Jutta Belle, wo man also kostenlos auch aktuelle Durchgaben oder wie auch immer Botschaften des Ich Bin sozusagen lesen kann. Die passen wunderbar an diese Zeit, und es ist, da kommen alle paar Wochen auf der Seite ichbinderweg.eu kommen aktuelle Botschaften sozusagen ans Unterbewusstsein, womit ich auch wieder immer mich wieder positiv ausrichten kann. Ja, ich habe nicht den Eindruck, dass sie ans Unterbewusstsein kommen, sondern auch ans Bewusstsein. Ja. Und das, was du gesagt hast mit der positiven Programmierung, ist es mir ganz wichtig zu ergänzen, das funktioniert nicht blindlings, sondern du hast es auch gesagt, ich möchte nur das noch mal betonen, wenn ich vollstecke mit all diesen übernommenen Überzeugungen, ich bin hässlich und unwert und unrein und was nicht alles, und dann da einfach das so versuche drüber zu kleistern, indem ich mir das tausendmal anders sage, wird das wenig bringen. Das ist sozusagen dann diese Falle des positiven Denkens. Es gibt da diesen Witz von diese Karikatur von dem Gay-Man, heißt der glaube ich, Peter Gay-Man, wo jemand dann so liegt auf der Meditationsebene und der Guru sagt dann, ja, tief atmen und positiv denken, und dieses Wesen denkt dann, das Bügeleisen ist aus. Ja. Wenn ich Zweifel daran habe, dass das Bügeleisen aus ist oder dass es an sein könnte, dann nützt positiv denken nichts, sondern ich muss wirklich hingucken, was ist denn bei mir los? Warum, wie verhalte ich mich denn eigentlich? Da kommt wieder dieser Beobachter, den du genannt hast, ins Spiel. Und indem ich sehe, oh ja, da bin ich ja gar nicht ich selber, sondern da renne ich ja irgendeinem Ideal nach, was mein Vater mir eingepflanzt hat und was der wieder von seinem Urgroßvater schon übernommen hat. Ja. Und wenn ich das gesehen habe, dann kann ich merken, aha, jetzt fülle ich da mal das Richtige ein. Aber ich kann es nicht einfach nur drüber kleistern. Aber es kann eben passieren, wenn ich mich vor den Spiegel stelle und sage, ich liebe mich, dass dann erstmal ein Gefühl kommt und so, das stimmt doch gar nicht, das spinnt doch total. Und dass ich Schwierigkeiten habe, in den Spiegel zu gucken, und dass dann natürlich auch Prozesse ausgelöst werden können. Also es ist nicht einfach, ich liebe mich, alles gut, sondern es passiert möglicherweise auch was an dem Prozess. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, eben auch sich selber auf die Schliche zu kommen, und ich komme ja auch immer wieder auf die Schliche und vielleicht noch viel zu wenig, dass ich Dinge mache oder denke, während ich irgendwo lang gehe. Ich habe das in einer anderen Sendung schon mal gesagt, ich habe als Kind, lief ich mal auf dem Schulweg und dann sagten andere Kinder, guck mal, wie der geht, und dann merke ich bin heute noch damit ab und zu ein Teil meines Denkens beschäftigt, wenn ich gehe, dass ich jetzt auch so gehe, dass niemand denkt, wie geht der denn, sondern dass ich, und das ist ja eigentlich bescheuert, ne? Ich meine, gehen ist etwas, was könnte, ich weiß nicht, wie ich damals gegangen bin, aber scheinbar war es auffällig, und so Dinge haben wir wahrscheinlich viele drin, und es ist deswegen auch immer mal wieder gut zu gucken, was waren damals
Alte Fotos angucken, einfach mal hin, also abends nicht Fernseher, sondern was war denn damals so und was, wie war das mit Mutter und wie war das nach der Geburt, oh, da war, ne, und nochmal fragen, vielleicht mit den Eltern sprechen, was, wie war das denn damals, weißt du, ach ja, da war der Bruder krank und dann durfte ich nicht ins Krankenhaus und was weiß ich und dann warst du eine Zeit lang alleine, da kommen so Sachen, oh, was macht das mit einem, ne? Und was macht das ein ganzes Leben mit einem oder vielleicht mehrere Leben mit einem? Und wie du sagtest, das kann eben der Vater vom Großvater und von einem Urahn vor Hunderten von Jahren schon irgendwas reingekriegt haben, was wir übernommen haben, weil wir natürlich als Kind wollen wir dem Vater vielleicht auch imponieren und von dem Anerkennung haben und respektiert werden und eifern dem dann irgendwie nach. Wobei ich glaube, Gott sei Dank ist es glaube ich so, dass wir nicht in jedem Fall unbedingt da jetzt bis zu Adam und Eva zurück, sondern wenn wir uns jetzt und hier beobachten, dann merken wir ja, Moment, wo fühle ich mich eigentlich wirklich mit mir selber eins und wo versuche ich die Ansprüche anderer Leute zu erfüllen und dann lohnt es sich natürlich hinzuspüren, gilt das jetzt Mama oder gilt das Papa? Und dann wissen wir schon, jeder von uns hat so seine Hauptkandidaten, für die er als Kind, denen er versucht hat, es recht zu machen. Ja. Und wenn wir da rauskommen, dann können wir anfangen, es uns selber recht zu machen. Und dann ist das im Grunde wieder dieser Effekt, an jeder Kehr vor seiner Tür ist rein das ganze Stadtquartier. In dem Moment, wo wir das bei uns aufräumen, brauchen die anderen uns dann auch nicht mehr beim Taxifahren anzugreifen und behandeln uns die anderen auch anders. Und dann ändert sich unsere Welt und zwar individuell gemäß dem, wie jeder von uns für sich selbst Verantwortung übernimmt. Und dann ist es eben, ob jetzt im September oder im Herbst oder 2016 oder 17 irgendwas im Außen geschieht, es wird immer was im Außen geschehen. Es kann ein Crash kommen, es zeichnet sich vieles ab, aber wie gesagt, betrifft es mich jetzt, wenn ich eben nicht da die Aktien drin habe und Dinge, die irgendwo geschehen auf der Welt, ob das ein Terroranschlag oder ein Krieg ist, ist immer die Frage, wo bin ich da und was erschaffe ich in meiner Welt? Also nochmal, in meinem Umfeld kann ich eben die Realität in gewisser Weise erschaffen, wenn ich auch nicht das Kollektive erschaffen kann. Aber jeder sollte eben, wie du sagst, bei sich selber bleiben. Das ist im Moment ganz wichtig, weil diese Unruhe, die geschieht ja eigentlich dadurch, wenn ich abends den Fernseher anmache und dann spüre ich, wow, das ist alles ganz furchtbar. Das kann man kaum noch mit angucken. Man kriegt manchmal das Kotzen, was die Politiker dann da reden über irgendwas und so eine verlogene Heuchlerei, die da heute geschieht und was weiß ich und aber auch diese ganzen Dinge, die passieren. Das ist wirklich etwas, wo ich verstehe, dass die Leute unruhig sind und das auch spüre. Also wenn man sensibel ist, dann spürt man diese Unruhe, die im Moment herrscht. Deswegen bei sich zu bleiben und zu sagen und auch die Zeit nehmen und in die Ruhe zu kommen, zu sich zu kommen, sich mit seinem wahren Ich Bin zu verbinden und zu sagen, ich bin das, was ich bin der ich bin, hat Jesus gesagt. Der hat da wahrscheinlich das mit gemeint, eben dieses göttliche Wesen, was sich inkarniert hat in den Körper von Jesus. Und das können wir immer wieder ganz bewusst machen, zu uns zu kommen und dann kann eben der September kommen und der Oktober und 2017 und 2020. Wir werden es erleben und mit erschaffen. Genau. Vielen Dank, Joe Conrad. Tschüss.